hefte das jetzt hier mal an und dann schaue ich, ob das funktioniert. Das Ganze ist jetzt angeheftet. Jetzt habe ich hier mein so gehört. So wird es festgemacht. Hier kommt der Oberlenker dazwischen rein. Hier kann ich jetzt mein Bolzen durchschieben. So gefällt es mir. Hier haben wir ja dann den Oberlenker mit der Kugel und so gehört das Ganze dann hin. Bewegung hat er genug. Alles genug Spiel da, genug Platz da. Den Riegel kann ich hier mit dieser Klammer verschließen. Raustun. Okay, so gefällt mir das, dann verschweiße ich das jetzt noch. Thank you.
Teil bin ich jetzt fertig. Das einzigste Nachteilige jetzt dran ist das noch. Es hat sich halt jetzt durch die ganzen Schweißarbeiten etwas gebogen. Vielleicht sieht man es oft in der Kamera so minimal. Hier, so. So, dann schauen wir doch mal, ob der Bolzen jetzt durchpasst. Ein bisschen nacharbeiten. Als nächstes habe ich hier noch so einen Rundstahl bzw. Rohr, ein kleines Stück Rest, was ich noch gehabt habe. Das tue ich mir hier so anschweißen. Da kann ich dann später, wenn ich den zum Beispiel nicht brauche, den hier reintun. Oder, was ich am meisten wahrscheinlich dann vorhabe damit, den Hydraulikschlauch einfach hier einhängen, dass er nicht am Boden liegt. Das Rohr ist groß genug. Weil hier kommt ja noch eine Kappe drauf, eine Schutzkappe da unten an den Schnellkuppler. Ja, und dann kann ich das da immer einhängen. Das gefällt mir ganz gut, wenn ich das jetzt da so hinschmeiße. Anschließend werde ich mal aus dieser Platte hier die Seitenteile nach hinten zuschneiden, um das an dem Hubmast noch auf der Seite zu befestigen. Ja, und das machen wir jetzt. Jetzt schweiße ich erstmal hier das an. So, das war's schon. Es muss ja nichts aushalten, es klangt mir ja hier eine kleine Schweißnaht. So, als nächstes kommen hier die Seitenteile hin. Da habe ich mir draußen am Hubmast schon das Maß ausgemessen. Wir haben hier ein Maß von 12 cm, das ich hier brauche nach hinten. So.
Ich habe hier 10 cm, hier habe ich 17, hier habe ich 20. Das heißt, einmal genau hier in der Mitte durchschneiden. Gut, erkennen tun wir es. Und dann haben wir gesagt, nach hinten sind es 12 cm. Wenn ich hier 10 habe, habe ich nach hinten 12. So, ich habe das jetzt von beiden Seiten machen müssen, weil ich ja hier von der Höhe her anstoß. Da bin ich begrenzt. Vom Schnitt her macht es nichts aus. Super. Und dasselbe auf der anderen Seite. Und dann passt es. Dann kann man zumindest hier auf der Seite noch diese 2 cm, kann es hier auf der Seite noch festschweißen. Also von der Seite. Wunderbar, jetzt habe ich alles. Das ist dran. Dann schauen wir mal, dass wir das draußen jetzt hinschweißen.